So, hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer Heldraut. Nach einer längeren Pause, ihr hört, ich bin schon wieder erkältet. Bin deswegen auch krank geschrieben. Ja, jetzt von mir ein neues Replay mit dem Panther 2. Ist nicht so das Gelbe vom Ei, aber es ist eine ganz geile und auch eine sau doofe Aktion dabei. In diesem Sinne, guckt es euch an. So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Replay von mir im Panther 2 mit einer sehr geilen Aktion, aber einem relativ schlechten Match. Ja, da steht der T32 erstmal im Weg. ja, El Haluf. Nee, nicht El Haluf. Feuriger Bogen, mein Gott. Ich habe gerade ein Replay angeguckt auf El Haluf, das war aber nicht so das Gelbe von Mai. Halt, das war verkehrt. Der Panther 2, ja, meiner Meinung nach ein Panzer, der nichts kann. Ich kann mit dem Ding nicht um und als Gegner platzt er auch ständig. Ja, ein Übel, was man in Kauf nehmen muss. Die darauf folgenden E50 und E50M zu ergattern, die ja dann schon ein wesentlich anderes Kaliber sind. Ich spiele mit dem Vincent Vega zusammen. Einem guten Spieler des For Our Glory Clans. Ja, wir fahren hier auf den Hill, das einzigste, wo ich mich mit dem Panther hin begeben wollte. Wie gesagt, die Runde an sich ist recht nüchtern ausgefallen, aber die Aktion, die jetzt demnächst kommen wird, fand ich sehr lustig. Da der erste Kill, mächtig gewaltige 78 Damage. Sehr genau ist die Kanone von dem Panther, das muss man ihm lassen. Allerdings fehlt mir ab und zu mal ein bisschen Durchschlag. Ja, ich muss mich auch entschuldigen, ich bin etwas stark erkältet. Deswegen. Oh, ein Oho. Oho hat's gemacht. Klatsch. So macht man einen Oho kaputt. Einfach mal die Mütze runtergeschossen. Ups. Ja, ich konnte in dem Moment überhaupt nicht fassen, dass ich das Ding geblow-upt habe. Ja. Ist halt auch wieder. Das Objekt steht da so schön an der Heavyline rum. Der Bulldog auch. Wir gucken einfach mal dumm. Ach, auf den Hill. Na, gucken wir mal. Ja, wir spotten aber nicht die Mitte. Die Mitte kann schön auf den Hill schießen. Wieder mal zu sinnlos. So, jetzt haben wir hier langsam mal beschlossen weiterzufahren. Ein Servicepanzer. Und da kam der Hit von der Mitte. Ja, der Vincent kassiert fröhlich von der Mitte, da geht auch nichts weiter auf, außer der E50. Jetzt hat das Objekt endlich mal gesagt, so Freund, jetzt kommst du her, jetzt bist du dran. Wir haben uns jetzt entschlossen, hier mal zu drücken, was aber wohl gleich in die Hose gehen wird. Der sollte noch gesessen haben auf dem PZ4.
Tja, so, jetzt fahren wir nach vorne. Genau, Type 4 schwer, Type 4 schwer, wie auch immer, nennt ihn, wie ihr wollt. Type 4 Heavy. Gibt ihm erstmal eine 600er Schelle. Und jetzt kommt eine der dümmsten Aktionen, die ich jemals gestartet habe. Einfach useless weggewastet. Oh Mann. Jetzt habe ich aber irgendwie verpasst, was mich rausgenommen hat. Na, ist auch egal. Die Gefechtsauswertung ist leider für den Arsch, weil da steht irgendwie nichts mehr. Warum auch immer. In diesem Sinne, eure Heide. Ciao.